Aufgrund deiner hervorragenden Leistung am gestrigen Tag ist es mir eine Freude, dich mit sofortiger Wirkung zum Feuerwehrmann zu befördern. Ich hoffe, dies motiviert dich auch weiterhin, vollen Einsatz zu zeigen. Aber natürlich. Als Fahrer im Rettungsdienst auf dem RTW Florian 5 ein. Sorge bitte dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll einsatzbereit ist. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut in Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. Aber natürlich. Guten Morgen. Hi, bist du jetzt die Kollegin, mit der ich unterwegs dann bin, so? Nichts zu tun? Jetzt. Du stehst doch hier und redest mit mir und schnauzt mich an. Hast du nichts zu tun, ja? Was soll das? Ja, ich darf doch noch gucken, oder? Ich gehe ja schon. Boah. Ich glaube, sie hat ihre Tage. So, jetzt gucken wir erstmal, ob der RTW auch funktioniert. Als es Blaulicht tut, da ist sie wieder. Das kann ja heiter werden, wenn die so nett drauf ist. Tut auch. So, unsere Warnblinkanlage. Hier vorne. Keine Ahnung. Aber sie wird schon tun. Ich bin mir sicher. Das Licht. Tot. Hinten. Naja. Also es wird schon tun. Wir fahren also den RTW. Hinten können wir dann... Machen wir mal auf. Hier haben wir ein Warndreieck. Können wir nehmen. Und hier können wir unsere Patienten drauflegen. Wie geht's? Alles erklärt? Ja. Alles erklärt? Müssen wir nur noch auf den Einsatz warten und dann seht ihr auch, was wir als RTW-Fahrer dann so an Aufgaben bekommen. Also klar ist, dass es kein Brand sein wird, aber... Naja, es wird auf jeden Fall was kommen. Hier können wir auch mal reingucken. Können wir auch auflassen. Man muss der Kollege, bevor er losfährt, zumachen, bevor alles rausfällt. Morgen. Oh, man kann alles nehmen. Da auch. Wow. Nicht schlecht. So, schließen wir die Türen wieder. Ja, am Stromkasten können wir. Für Florian 5 aus dem Gewerbegebiet kam eine Alarmierung rein. Hier kam es zu einem Fahrradunfall. Eine Person ist verletzt. Dann mal los mit euch. Jupp, dann wollen wir mal nach der verletzten Person gucken. Erstmal an die Tür kommen. So. Gewerbegebiet. Wollen wir mal gucken, dass wir schnell hinkommen. Können wir auch mal richtig uns an die Verkehrsregeln halten. Einfach drüber, aber blinken. Meine Güte, was hier wieder los ist. Ich weiß schon, dass du schlecht drauf bist. Also ich glaube, ich muss mit meinem Vorgesetzten reden, weil mit der Frau komme ich wahrscheinlich nicht klar. Ich stand nur da und sie hat mich schon fast zusammengeschlagen. Ups. Gut. Oh, das ist ja gleich hier vorne bei der Tankstelle. Da liegt er schon. Sehen doch. Nur jetzt nicht drüber fahren, das wäre auf jeden Fall... Schon ein bisschen was. So, wir fahren hier hin. Schön halb auf der Straße, aber es passt schon. Hey, 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 wow, 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 wow. Mensch. Hallo? Ich bringe sie jetzt ins nächste Krankenhaus, dann wird alles gut. Gut. Na? Tür zu. Kleiner Stau. Ja, einmal quer durch.
Hier fahre ich falsch. Ich fahre falsch. Oh mein Gott. Da steht, da ist extra oben ein Pfeil. War ich jetzt richtig? Wohin muss ich denn? Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss hier raus. Ja. Oben extra ein Pfeil und ich fahre falsch. Ah, der eine, der abgebogen ist und in mich reingefahren ist, trotz Blaulicht und Martinshorn, der hat mich total aus der Fassung gebracht. Ich hoffe, das zählt als Ausrede. Aber wir sehen ja schon auf der Karte unten, was wir alles so, oder was alles für Gebiete gibt. Also das Gewerbegebiet, hier jetzt Wohnviertel. Ich hoffe, da ist nichts Schlimmeres passiert. Da hinten ist noch die Autobahn. So, die nächste jetzt links. Wir haben noch 3 Minuten. Oh Gott. Jetzt können wir gleich wieder ausmachen. Jetzt ist Martinshorn. Oh Mann. Ich hoffe, da ist nichts Schlimmeres passiert. Da unten, wo es blinkt jetzt, das sieht man, oder ich hoffe, dass ihr es gut seht, das sind Krankenhäuser. Da müssen wir halt die Patienten dann abliefern. Und ansonsten die ganzen Hydranten, die werden wir auch noch brauchen, weil wir eben mittlerweile ja zeitweise müssen wir eben eine Verbindung von Hydrant zu Fahrzeug und von Fahrzeug eben dann ja rum. Oh, dann können wir wieder zurück zur Wache. Also ich finde, die Wache sieht schon geil aus. Und ich bin auf jeden Fall mal richtig gespannt, was uns noch so erwartet, weil es ist ja jetzt einfach nur die Feuerwehr. Es ist ja nicht Flughafenfeuerwehr, es ist nicht Werkfeuerwehr, es ist einfach die Feuerwehr. Also, die Feuerwehr, die auch bei jedem anderen rumfährt, mit allen Aufgaben, die da eben so sind. Von daher bin ich echt mal gespannt. Florian 5 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Wache. So. Plötzlich jetzt gleich rückwärts da reinfahren, weil ich möchte jetzt gleich rückwärts reinfahren. So. Na komm. Gut. So. Ich parke einfach der Rettungswagen in der Damentoilette. Gut. Also mir geht's gut. Ja, gut. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Für Florian 5 von der Landstraße.
Landstraße beim Grunsdorfer Wald kam eine Alarmierung rein. Hier kam es zu einem Fahrradunfall. Eine Person ist verletzt. Kommt heil zurück. Oder bringt wenigstens die Fahrzeuge heil zurück. Na. Florian 5 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. So, wo müssen wir hin? Hier runter. Oh Mann, ich hoffe, da ist nichts Schlimmeres passiert. Das ist unser Job. Also unser Job ist nicht das, was Schlimmeres passiert. Aber wir sind ja da zum Helfen. Das ist wieder so eine Schicht, die nie zu enden scheint. Wird schon, wird schon. Warum wird nur unser Auto jetzt so langsam? Also dem Tool-Tipp zufolge müssen wir auch hier Leute aus Aufzügen befreien. Ich bin gespannt. Mann, das ist wieder so eine Schicht, die nie zu enden scheint. Ups. Gott sei Dank hatten wir jetzt keinen Patienten drin, der wäre an der Decke geklebt vom Rettungswagen. Ist es nicht Fahrradunfall? Ach, das ist Polizei. Ups. Oh, okay. So. Jetzt haben wir erstmal hier was in der Kamera hängen. Die legen wir jetzt da rein. Na! Oh, Mensch, darf man da nicht drunter gucken. So, und jetzt wieder ab ins Krankenhaus mit der Person. Mal gucken, wegen Drehen. So. Oh, ich muss Innenansicht machen. Okay. Ich gebe ja schon Gas. Ich mache ja schon extra schnell. Auch wenn es nicht danach aussieht. Jetzt klebt sie an der Decke. Du solltest vielleicht mal das Martinshorn einschalten. Ja, aber solange ja niemand uns... Oder so habe ich halt jetzt gedacht, man muss ja nicht unnötig es anlassen. Das macht ja die normale Feuerwehr oder der normale Rettungswagen auch nicht. Habe ich gedacht, ich lasse das einfach mal. Wo müssen wir hin? Ach du Scheiße. Einmal in der Gegenverkehr. So aufregend. Aber wenn wir jetzt gleich im Ding sind, in dem Stadtbezirk. Ah, danke. Dann müsste ja das Krankenhaus gleich da in der Nähe sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Sie muss. Ich hoffe, da ist nichts Schlimmeres passiert. Ich muss noch dazu sagen, früher wollte ich immer Rettungsassistent werden, aber ja, da kam dann ein Problem und das ist jetzt nicht einfach so dahergeredet, aber es ist wirklich, das Problem war einfach das, dass ich mittlerweile kein Blut mehr sehen kann. Also bei meinem Fahrstil und so wäre es wahrscheinlich besser, wenn, oder ist es wahrscheinlich besser so. Ist schon Abend. Ich glaube nicht, dass noch viel reinkommt. Es wird wahrscheinlich bestimmt jetzt am Abend noch ein, zwei Einsätze kommen, aber dann ist die Schicht auch schon wieder vorbei. Schätze ich mal. Ich weiß jetzt nicht, warum ich es angemacht habe, aber egal. Oh Mann. Ich gucken. Hoffe, da ist nichts Schlimmeres passiert. Florian 5 Anlage. Okay. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Gut, dann können wir zurück zur Wache fahren. Vielleicht kriegen wir ja unterwegs noch einen Einsatz rein. Achso, Licht sollte ich auch mal anmachen. Wird dunkel. Aber man sieht richtig schön, unser Funkgerät blinkt. Hier im Fahrzeug haben wir einen Kollegen oder eine Kollegin. Wir sind nicht mehr alleine. Auch nicht schlecht. Oh. Ist es nebelig oder ist es einfach die Spiegelung der Sonne? Das ist, glaube ich, die Spiegelung der Sonne. Ja, jetzt fahrt noch fast ineinander. Nein. Oh, der Tank. Oh, der Tank. Florian 5 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Ob der noch hält? Ich schätze schon, aber nach dem nächsten Einsatz sollte man dann, oder sollte ich mal tanken fahren. Licht an. Der macht doch gerade einen Scherz, oder? Sei doch nicht so aggressiv! So. Ab in die Garage. Garage, sag ich schon wieder. So, noch ein Stück. Noch ein Stück. Wie geht's? Licht aus. Alles gut. Einsatz beendet. Die Person ist im Krankenhaus. Ich glaube, ihr geht's gut. Okay. Alles senkrecht? Entschuldige. Hä? Oh. Ah, komm. Komm hier lang, hier lang. Wo ist es denn? Und dass mir keine Klagen kommen, da soll es recht heiß hergehen. Florian 5 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Wir sind schon so gut wie unterwegs. Ich könnte echt noch eine Stunde Schlaf vertragen. Ja, jetzt aber nicht. Aha.
Gleich, wenn wir den Einsatz fertig haben, dann kann sie wieder schlafen. Eine Stunde. Du solltest vielleicht mal das Martinshorn einschalten. Nein, jetzt nicht. Ich mag jetzt nicht. Oh, direkt mitten in der Stadt drin. Aber wir haben ja dann Gott sei Dank gleich das Krankenhaus in der Nähe. Das heißt, wir können den Patienten ziemlich schnell wieder abliefern. Oh Mann, ich hoffe, da ist nichts Schlimmeres passiert. Oh Mann, ich hoffe, da ist nichts Schlimmeres passiert. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir dann nachher, wenn wir den Patienten abgeliefert haben. Ja, ist er jetzt an. Es ist nicht einfach mit der Frau da hier auf Fahrt zu sein. Ja, was wollte ich? Ich fahre dran vorbei. Ah, hier, okay. Florian 5 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Na? Geh auf, komm. Ja, danke. So, jetzt müssen wir aber gleich weggucken. So, jetzt können wir dann auch gleich wieder weiter. Und dann bin ich am Überlegen, ob wir gleich jetzt noch tanken. Das meinte ich. Weil der Tank doch schon relativ leer ist. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Einsätze noch reinkommen. Außerdem sollten wir den Kollegen gegenüber nicht allzu großes Arschloch sein. Meine Güte, was hier wieder los ist. Also sollten wir denen auch ein bisschen hier das Fahrzeug voll tanken und so. Nur was ist es? Ein Diesel, glaube ich. Gibt auch schon Vollgas. Und wir sind doch schon da. Florian 5 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. So, jetzt können wir tanken fahren. Ich glaube, das ist Diesel. Oh, ich könnte echt noch eine Stunde Schlaf vertragen. Na, jetzt fahren wir kurz tanken. Na, 2.05 Uhr. Steht da irgendwas? Ich sehe es nicht. Was ist das? Upsa. Ob das das Richtige ist? Naja, wir werden sehen, ob es richtig ist oder nicht.
Wenn die Karre jetzt gleich nicht mehr anspringt, dann war es falsch. So, Tankdeckel zu. Die Öllampe hat geblinkt oder war an und die Batterienlampe. Ob ich das Fahrzeug überprüfen muss? Ich weiß jetzt auch nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt immerhin, wir haben voll getankt, also das heißt, die nächsten Einsätze können kommen. Jetzt liefern wir, oder ja, in Anführungszeichen, liefern wir jetzt unsere Kollegin zu Hause, sage ich schon, in der Wache ab, damit die nämlich noch ihre Stunde Schlaf bekommt. Und dann warten wir ab. Das war übrigens ziemlich gute Arbeit gestern. Einsatzbefehl für Florian 5. Aus der näheren Umgebung unserer Feuerwache kam eine Alarmierung rein. Hier kam es zu einem Fahrradunfall. Eine Person ist verletzt. Viel Glück. Oh. Ich glaube, das wird nichts mehr, dass die Kollegin sich jetzt noch hinlegt und schleift. Naja. Ich glaube, sie wird es überleben. Mehr oder weniger. Oh, ich könnte echt noch eine Stunde Schlaf vertragen. Ja. Oh. Ja! Erst täuschen sie an und dann fahren sie in einen rein. Mann, das ist wieder so eine Geschichte, die nie zu enden scheint. Was mache ich denn? Hier irgendwo müsste es sein, ich sehe noch nichts. Florian 5 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Hallo? Hallo? Ich gehe mal einfach so in die Richtung, wo es blinkt. Ich sehe nämlich wirklich nichts. Das ist mein Problem. Ich habe so einen coolen Bildschirm, wo ich es einfach nicht sehe. Liegt die da auf dem Friedhof oder was? Ey, ich muss das Auto drehen. Sonst sehe ich einfach nichts. Da ist nichts. So. Und? Ich glaube, die Person ist auf dem Friedhof. What the fuck? Was ist falsch bei dem? Man fährt doch nicht mit dem Fahrrad auf den Friedhof. Außer er hat damit gerechnet, dass er einen Fahrradunfall baut und hat war der Meinung, er stirbt dabei und er bleibt gleich da. So. Ja, und wenn wir den Einsatz jetzt fertig haben, dann ist die Schicht auch zu Ende. Dann kann unsere Kollegin endlich ihre Mütze Schlaf nachholen. Meine Güte, was hier wieder los ist.
Das ist wieder so eine Schicht, die nie zu enden. Gleich ist sie zu Ende. Gleich. Nur noch kurz unseren Friedhofpatienten abliefern und wahrscheinlich sie auch noch. Ich könnte echt noch eine Stunde Schlaf vertragen. So. Florian 5 an Leitstand. Der Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz. So. Übrigens ziemlich gute Arbeit gestern. Jetzt haben wir gleich Schichtende. Ich glaube, ups. Wieder so eine Schicht, die nie zu enden scheint. Doch, gleich. Also es scheint nur so, also ja, aber ja, brauchst jetzt nicht mehr sagen, gleiches Schichtende. Das war übrigens ziemlich gute Arbeit gestern. So. Florian 5 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Genau, wir sind wieder da. Nein. Bitte. Nein! So. Wir machen das jetzt ganz ordnungsgemäß. Ich hoffe, man hat nicht meinen Magenknurren gehört. So. Auto steht in der Wache. Und hier vorne ist unsere Stempeluhr. Kollege, geh weg. Wir haben unsere Schicht auch beendet.